Okay, jetzt sind wir wieder hier an so einem richtig lustigen Ort auf so einer Farm. Die zeigen wir euch morgen nochmal, weil jetzt ist es inzwischen dunkel geworden. Das ist echt beeindruckend, weil wir sind hier eigentlich mitten in der Wüste. Und wir sind bei einem von den Leuten, die wir beim letzten Stellplatz da getroffen haben. Und der hat uns dann hierher eingeladen, wo sein Vater quasi diese Farm hat. Wir haben jetzt hier schon Tee und alles bekommen und Kuchen. Ach ja, habe ich gar nicht erwähnt. Ich bin jetzt ja auch ein Saudi, ich habe jetzt ja auch so ein Tuch auf dem Kopf, aber das ist ja nicht das Offizielle, das Rot-Weiße, sondern zum Arbeiten hat er gesagt, ne? Wenn man jetzt hier rumackert, dann hat man das, ne? Wegen der Sonne und so, aber das ist nicht das Offizielle, also nur so zum Arbeiten. Kleiner Fun Fact, ich habe mal gelesen, dass hier nicht mehr erlaubt ist, irgendwie Holz von Bäumen abzuschneiden oder so, obwohl die Menschen hier sehr gerne halt so auf dem Feuer Fleisch grillen und auch generell abends in der Wüste oder auch hier jetzt zu Hause ein kleines Lagerfeuer machen. Und jetzt wird das ganze Holz zum Beispiel aus Afrika importiert. Das ist halt ganz lustig, weil sie so meinten, ja, hier darf man das nicht mehr, weil das halt auch dafür sorgt, dass dann mehr Wüste entsteht und Bäume halten ja auch die Erde zusammen und bieten ganz vielen Tieren irgendwie eine Lebensgrundlage und so. Jetzt hat man das Problem halt einfach nur nach Afrika verschoben. Außerdem haben wir jetzt hier nochmal nachfragen können, wie das so ist zwischen Frauen und Männern. Und es ist schon so, dass die Gesellschaft hier sehr, sehr getrennt ist. Der eine Bruder hat vor ein paar Monaten erst geheiratet und die Hochzeit findet halt komplett getrennt statt, also Männer und Frauen. Und alle feiern so ein bisschen unter sich. Und auch so ist es schon normal, dass Freundesgruppen immer nur Männer oder Frauen sind. Und ich als Ausländerin in einer Männergruppe, wie wir das jetzt die vergangenen Tage hatten, ist dann so ein bisschen so eine Grauzone, weil ich ein bisschen anders behandelt werde, aber auch wenn Mariano dabei war und wenn ich jetzt hier Frauen kennenlernen möchte, also ein bisschen mehr darüber wissen möchte, wie deren Leben so ist, wäre meine beste Chance wahrscheinlich einfach alleine loszuziehen und mir und irgendwelche Menschen anzuquatschen und Mariano nicht dabei zu haben, weil das einfach sehr unüblich ist, dass er dann in so einer Frauengruppe mit dabei ist. Das Einzige, wo sich das ein bisschen inzwischen auflockert, ist so auf professioneller Ebene, also im Job oder in der Uni, aber es ist halt echt so, dass Frauen- und Männerfreundschaften, das ist ja einfach nicht so ein Ding. So, jetzt fragt ihr euch natürlich und wir uns auch, wenn das zwischen Mann und Frau so getrennt ist, wie lernt man sich dann kennen? Das haben wir jetzt auch mal gefragt. Also wenn ein Mann eine Frau interessant findet, dann fragt er sie nicht direkt nach einem Date, ob sie ins Kino gehen wollen, was auch immer, sondern er geht zu dem Vater der Frau und bekundet sein Interesse. Und dann machen die noch so wie so einen Background-Check und gucken, ob das ein guter Mann ist, ob er einen guten Job hat und so weiter. Und wenn die zustimmen, dann kommt die Familie mit dem Mann und so, die kommen dann zu der Frau und der Familie, also so ein offizielles Treffen. Und dann können die sich das erste Mal kennenlernen. Und wenn sie dann beide zustimmen, dann können sie sich verloben. Und wenn sie verlobt sind, dann ist es ja quasi offiziell. Das heißt, sie dürfen zusammen, ne, ins Café gehen, was auch immer, sich kennenlernen. Weil wenn man nicht verlobt ist, dann geht das halt nicht, ne? Und in der Zeit, das ist dann so ein halbes Jahr, haben sie ja Zeit, sich kennenzulernen. Und dann kann man immer noch sagen, okay, passt nicht so, machen wir nicht. Oder dann heiraten sie halt. Also das ist so der offizielle Weg nach dem Islam, was sie uns erklärt haben, wie es offiziell läuft. Ob es so andere Wege ist, haben wir auch, gibt, haben wir auch schon gehört. Aber wie, wissen wir noch nicht genau, finden wir vielleicht auch heraus. Vielleicht so wie, ne, wie im Iran, so Dram-Dram-Dating im Straßenverkehr. Ehrlicherweise ist das meiste Essen hier sehr fleischlastig und es liegt vor allem ja auch daran, dass hier einfach nichts angebaut wird. Ne? Das Einzige, was die Leute hier auch wirklich haben, ist dann halt irgendwie Ziegen, Kamele, Schafe und so weiter und jetzt inzwischen auch Hühner und so. Aber für uns wurde jetzt hier extra ein vegetarisches Essen zubereitet, worüber wir sehr dankbar sind und uns sehr freuen. Aber was halt auch immer so eine interessante Diskussion dann gibt, warum wir das machen und so. Und da haben sie uns auch auf jeden Fall sehr nett zugehört und wir freuen uns jetzt voll darüber, dass wir das hier so haben. Ja, alle Ziegen und Hühner leben noch. Ja. Okay, Leute, ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt sagen soll, weil ich bin echt irgendwie ein bisschen fassungslos. Es war ja schon so, dass ich in Teheran irgendwie von meinen Freundinnen zum Beispiel diesen Pulli geschenkt. Also ich muss nicht mehr shoppen gehen, Leute. Einmal haben wir noch so eine schöne Dose mit Snacks bekommen. Geil. Ich krieg sie jetzt auch vor Effekt. Also mit so lustigen, ich weiß gar nicht, was das alles ist. Kerne Das sind und diese Salz. Shrimp-Snacks aus dem Asialaden. Ja, auf jeden Fall alles Mögliche. Das haben wir bekommen. Dann Marianos Tuch habt ihr ja schon gesehen.
Bananen. Und jetzt kommt der Oberhammer, ne? Also, wir wurden hier eingeladen von einer Person, die wir gestern kennengelernt haben, der uns jetzt zur Farm seines Vaters eingeladen hat, wo jetzt aber auch die Mutter war. Und die Mutter hat mir halt diese Tüte geschenkt. Und da ist jetzt nicht nur ein Kleidungsstück drin, sondern drei. Drei? Ja, ich bin völlig schockt einfach. Das ist eine Abaya. Also das klassische Gewand, was ihr auch immer seht, dass die Frauen über ihren normalen Klamotten anhaben, was traditionell eigentlich schwarz ist. Aber haben wir euch ja schon erzählt, das modernisiert sich hier alles. Das heißt, hier haben wir ein Beispiel einer modernen Abaya, die ich jetzt anziehen kann. Was ja auch cool ist, so, ne? Wenn wir auch nochmal in den Iran fahren und so, dann habe ich so ein langes Outfit, was ich immer drüber ziehen kann. Also mega cool. Dann hier so ein Kleid, das muss ich erstmal anprobieren. Mit so einem Muster. Also auch, also ich muss mal gucken, weil ich bin ja sehr groß, wie lang das dann bei mir ist. Noch ein Kleid. Also ist halt... Ja, lustig. Also ich muss einfach nicht mehr shoppen gehen. Ich bin schockt. Und das sind auch alles, muss ich ehrlich sagen, so Sachen, Muster und so würde ich mir selber wahrscheinlich nicht aussuchen. Ich trage ja eher so minimalistische Sachen. Aber hier werde ich dann herausgefordert. Und kann sowas mal anziehen. Hammer. Ja. Zeigen wir euch jetzt mal bei Tageslicht die Farm, bei der wir gelandet sind. Das alles befindet sich auf einem Gebiet, was eigentlich vor 5 Jahren noch komplett Wüste war. Das gibt es hier ganz viel in dieser Region, dass hier so Leute Farmen oder Grundstücke kaufen und daraus dann Farmen errichten. Und was braucht man auf jeden Fall, um Bäume und Pflanzen am Leben zu erhalten? Wasser. Und deswegen gibt es auf dem Grundstück einen 150 Meter tiefen Brunnen, der all diese Pflanzen bewässert und damit dafür sorgt, dass sie hier überhaupt wachsen und gedeihen können. Das Bewässerungssystem ist auch so, dass halt wirklich nur da bewässert wird, wo es nötig ist. Also überall sind so Rohre verlegt und dann so kleine Rohre zum Baum, dass halt auch hier halt dann das Wasser nur hinkommt. Und hier sieht man auch ganz gut die Erde. Also es war echt alles so richtiger Wüstensand. Aber jetzt so mit der Zeit, ne, durch die Blätter, die runterfallen und auch die Schafe, die hier sind, ne, dadurch wird das Ganze so ein bisschen fruchtbarer über die Jahre und dann, ja, verändert sich die Erde ein bisschen. Uns wurde gestern auch erzählt, dass der Sommer 2023 unüblich heiß war. Also hier waren um die 50 Grad und leider haben ein paar Bäume das trotz Bewässerungssystem nicht überlebt. Ja, viele Obstbäume und so wachsen hier natürlich nicht bei so einer Wüstenerde, aber ganz viele Dattelpalmen gibt es hier. Und hier sind dann die jungen Dattelpalmen, die man quasi von dem großen Baum, wenn das dann zu doll wächst, dann kann man das wegnehmen und die dann hier einpflanzen, dann hat man eine weitere und das ist wohl besser, als wenn man Samen nimmt, weil da weiß man nicht genau, ob man dann vielleicht eine männliche Palme bekommt und dann hat die natürlich keine Datteln. Ableger. Ableger heißt das? Ja, das macht man mit vielen Pflanzen.
Und falls ihr euch ein bisschen wundert, warum das jetzt keine super hohen Dattelpalmen sind, die Leute hier präferieren das tatsächlich, wenn die noch nicht so hoch gewachsen sind, weil dann kann man natürlich einfach hier hingehen und die Datteln pflücken und muss nicht irgendwie riskant irgendwo hochklettern. Früher war das ein bisschen üblicher, dass die Bäume halt hochgewachsen sind, so wie wir uns oder ich mir das halt vorgestellt habe. Wenn ich an Dattelpalmen denke, dann denke ich schon an hohe Bäume. Und heute ist es so, dass die dann oft, wenn sie zu hoch sind, gefällt werden und man dann eher kleine neue pflanzt. Vieles hat hier mehrere Nutzen. Also zum Beispiel die Hühner sind natürlich zum einen für Eier da und wahrscheinlich auch, damit sie irgendwann geschlachtet werden können. Aber sie fressen auch gleichzeitig die Schädlinge von den Pflanzen, also Käfer und so weiter. Und die Schafe sind auch einmal da, um sie wahrscheinlich irgendwann zu essen. Aber auch, weil der Dung als Dünger benutzt werden kann und einfach, weil er, glaube ich, diese Schafe toll findet. Und wenn ihr genau hinguckt, sehen die auch ein bisschen anders aus als europäische Schafe, weil das nochmal eine andere Art ist, nämlich das arabische Schaf. Also es funktioniert ja alles mehr oder weniger wie so ein geschlossener Kreislauf und da hinten werden dann auch Pflanzen fürs Futter für die Schafe zum Beispiel angebaut. Und es ist super spannend, warum der Vater von unserem Freund das hier überhaupt macht, weil der hat halt sehr lange gearbeitet und hatte dann auch irgendwie eine Krankheit bekommen und so und hat dann irgendwann gesagt, okay, stopp, ich kann so jetzt nicht weitermachen, ist dann quasi in Rente gegangen und hat sich das Grundstück hier gekauft, was ja wirklich komplett leer war, einfach nur Wüste, einfach nur Sand und hat jetzt mit Hilfe dann angefangen, die ganzen Bäume zu pflanzen. Also wirklich alles ist hier gepflanzt worden, dieses Haus gebaut, jetzt wird dieses zweite Haus gebaut für die Familie und so. Ja, und das gibt ihm einfach alles hier mehr Freude und Kraft und hat Spaß daran, auch wenn es Arbeit ist, aber es ist halt viel entspannter. Also wir fanden das sehr inspirierend. Wir haben gerade Mittag gegessen und waren am Abwaschen. Da meint unser Gastgeber, nee, hört auf, es regnet, wir müssen das Wetter genießen. Ja, hier regnet so selten im Jahr, irgendwie nur 3 Tage, das heißt... 5 oder so. Achso, okay. 5-mal im Jahr sagt er, regnet, dann müssen wir das genießen. Genau, das heißt, alle Leute sind jetzt draußen, fahren in die Wüste und so weiter und ich glaube, das möchte er jetzt gleich gerne auch mit uns machen, wobei ich jetzt eher so denke, uns wird ein Kuscheln. In die Wüste? Ja, hat er gesagt. Oh je. Und ich denke mir eher so, jetzt ist doch das perfekte Wetter, um sich mit einem heißen Getränk irgendwie einzukuscheln. Aber hier ist es halt anders, ne? Es ist immer so, das, was man wenig hat, das weiß man dann anders zu schätzen. Naja. Okay, you can manage it now, from here. Push it out. Okay. Ah, finished. Yes. Okay. Yeah. Jalla! Das heißt, wir gehen jetzt. Okay, wir wissen nicht genau, was jetzt passiert. Wir glauben, wir haben verstanden, wir fahren jetzt zu den Sanddünen, weil es regnet ja. Das heißt, man muss das Wetter genießen und draußen was machen. Und wir wurden beide entsprechend angezogen. Ja, genau. Der Vater von unserem Freund hat jetzt auch so das offizielle Gewand an und das Tuch und so. Oh, ist schon direkt sehr weicher Sand. It was like a village, very old village, you know. The people were living here, you know. You can meet like some old people around here. Like maybe some of them were born here, you know, because it was a village here. Oh, nice. No, it's, cool. Wait, David. And you see like some camels, they put a rope around their legs. Yeah. No, why? The leg, because they don't want them to walk very far distance, you know? Hello. Oh my god. Hey, das steht gerade... Huh? Okay, erster Stopp zu so einer kleinen Kamelfarm. Und hier wurde gerade ein Kamel geboren. Hey, das hat ja doch die Nabelschnur. Das Babykamel wurde gestern geboren, da sieht man sogar noch die Nabelschnur, weil es noch so jung ist. Okay, und das sind wohl alles so Rennkamele, die sind sehr schlank, haben aber super lange Beine. Also das war wohl vor kurzem noch ein Rennkamel, aber ist jetzt im Ruhestand. Ganz schön groß, guck mal. Woohoo!
Hallo Kamel. هذول حلالهم بعد ايوه كلهم شوفهم هذا لا 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 اللي برا كله هذا الوسم حقهم sind das nicht tolle Tiere so eins brauchen wir Das haben wir in einem unserer Iran-Videos schon mal erwähnt, aber ich glaube, es ist schon ein bisschen her. Deswegen nochmal hier ein Fakt, dass es eigentlich auf der Welt keine frei lebenden Kamele mehr gibt. Also alle Kamele, die irgendwo rumlaufen auf der Welt, gehören heutzutage irgendwem. War auf jeden Fall wieder ein richtig schöner, unerwarteter und aufregender Tag und es macht einfach so einen Spaß, mit dieser Familie unterwegs zu sein und so viel zu lernen und wir führen echt auch wirklich spannende Gespräche und sie stellen uns auch wirklich spannende Fragen. Also, und wir denen. Ja genau, wir lernen zum einen richtig viel über Saudi-Arabien, ne? Zum Beispiel, dass die Bevölkerung hier sehr jung ist, dass deswegen dieser Wandel, der hier so passiert, auch ganz viel gefordert wird und jetzt so cool und dass es jetzt so cool ist, dass es so passiert, dass alles auch nicht so ist, wie wir in der westlichen Welt so denken, sondern es also... Nee, es sind nicht alle reich und es haben auch nicht alle ein Kamel und es wohnen nicht alle in einem Zelt und... Na, das dachte ich jetzt nicht, aber ich muss für mich persönlich schon zugeben, dass ich so Stereotypen im Kopf hatte, wie, ja, Frauen sind hier wirklich nicht so frei oder so. Und ich glaube, so wie sich das jetzt anhört, passiert es einfach gerade in sehr, sehr großen Schritten. Ich dachte, die müssen hier so komplett verhüllt sein, das ist ja aber gar nicht so. Nee, eben, das hat sich in den letzten Jahren halt so krass geändert. So. Und es gibt jetzt auch sowas wie eine Frauenquote für Unternehmen quasi, aber auch, dass Frauen jetzt alleine reisen dürfen. Und also ja, es ist einfach eine coole Stimmung hier, habe ich das Gefühl, weil einfach so viel im Umbruch ist. Und wir werden aber gleichzeitig auch so Sachen zu unserer Reise gefragt, so was war das Größte, was ihr gelernt habt und darauf haben wir zum Beispiel geantwortet, dass... Das Komischste. Genau, also die sind voll interessiert halt auch an unserer Reise und durch deren Fragen reflektieren wir unsere Reise aber auch nochmal, weil das sind jetzt so Fragen, die habe ich mir in der letzten Zeit nicht oft genug gestellt, aber es ist dann spannend, wenn man das gefragt wird und da halt antwortet und so. Das wollten wir nochmal mit euch teilen. Jetzt ist es auch schon wieder gleich 9 Uhr. Hier wird ja immer sehr spät gegessen. Ist gar nicht unser Rhythmus und so. Deswegen... Jalla. Jetzt ist gleich, machen wir jetzt Jalla und gehen ins Bettchen. Assalamu alaikum, Leute. Es ist soweit. Wir verlassen jetzt diese richtig coole Farm. Wir hatten ja echt ein paar tolle Tage, haben super spannende Gespräche geführt, einfach darüber, wie so der Westen denkt, wie vielleicht diese Region denkt, was man für Gemeinsamkeiten hat, was für Unterschiede, aber auch viel darüber, was es hier halt gerade an Umbruch und Wandel gibt. Das habe ich jetzt auch, glaube ich, schon oft gesagt, aber es ist einfach sehr spannend. Also zum Beispiel sind halt die meisten Leute hier sehr jung, weswegen die natürlich ein großes Interesse so an Modernität und Entwicklung und so haben. Gleichzeitig gibt es aber natürlich auch diese alten Beduiden-Menschen, die ein traditionelleres Leben vielleicht dem Ganzen vorziehen würden. Und wir sind mittendrin und das ist ziemlich cool. Naja, und das Coolste ist, unser Gastgeber hat gesagt, wenn ihr wollt, also alle, die jetzt hier nach Saudi-Arabien reisen, könnt ihr gerne hierher kommen. Also er freut sich voll gerne, Leute hier willkommen zu heißen. Deswegen gibt es diesen Spot jetzt bei iOverlander. Alle, die auch mit dem Van rumreisen, wahrscheinlich kennt ihr die App. Und dann könnt ihr mal gucken, dass ihr hier landet. Wir können es auf jeden Fall sehr empfehlen. Ja, wir hatten eine schöne Zeit. Heute geht es dann weiter Richtung Dammam. Genau, in eine große Stadt, von der wir vorher noch nie was gehört haben, wo wir aber große, tolle Dinge geplant haben mit unseren neuen Saudi-Friends. Ja. Und dann geht's jetzt mal los, ne? Ja. Wir haben Bock. Jalla. Ich hoffe, ihr auch. Jalla! So auf Wiedersehen sind immer das Schlimmste. Das ist echt das Schlimmste, was man sich bei so Reisen antut, dass wenn man dann tolle Menschen trifft, man auch irgendwann auf Wiedersehen sagen muss. Ah ja, mega nett. Der hat uns auch ganz viele Sachen zum Essen mitgegeben. Schokokuchen von gestern und sowas alles. Und tausendmal gefragt, ob wir noch irgendwas brauchen und so. Also echt mega nett, die Menschen.
Da drüben war jetzt auch nochmal so ein abgezäuntes Gebiet, was bestimmt auch ein Grundstück ist, was eine Person gekauft hat oder kaufen kann. Und so sah vermutlich halt auch die Farm aus, auf der wir waren, bevor er das alles umgewälzt hat und da Bäume angepflanzt hat und so weiter. Also es ist schon echt inspiriert und bewundernswert. So schnell geht das, da haben wir einen Tramper mitgenommen. Ganz lustig. Er hieß Mohammed. Ich habe mich mit ihm, er konnte nicht ganz so gut Englisch, aber wir haben uns ein bisschen unterhalten. Über Gott und die Welt. Also wirklich über Gott. Ja, wirklich über Gott und die Welt. Aber ja, war nett. Nächste Woche geht es dann aus der Ölhauptstadt des Landes weiter. Danke erstmal fürs Zuschauen und wir hoffen, ihr seid dann wieder mit dabei.